Ja, über Ernährung hat damals überhaupt keiner gesprochen. Und ich dachte immer so, ja, ich ernähre mich schon gesund. Ich ernähre mich schon gesund. Alle anderen Studenten sind in die Mensa gegangen oder zum Dönerladen oder wo auch immer und haben sich natürlich noch schlechter ernährt als ich. Aber ich war jetzt auch nicht so der Überhit. Ganz im Gegenteil. Ich habe quasi in doppelter Hinsicht Scheiße gefressen. Warum mache ich das Ganze hier? Was sind meine Ziele, meine Visionen? Was habe ich für Erfahrungen gesammelt? Was kann ich dir mitgeben? Das wird jetzt ein sehr, 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 sehr wichtiges Video, ein sehr persönliches Video. Und ja, ich will dich einfach mal mitnehmen. Und zwar die meisten, die das Video hier sehen, wissen ja, dass ich früher sehr, sehr starke Hautprobleme hatte, sehr starke Akne hatte. Aber ich hatte auch noch viele, viele andere große gesundheitliche Probleme. Das ging bei mir so los, also die anderen Probleme gehen bei mir so los mit, sagen wir mal, mit Anfang 20. Ich wurde einfach immer krank. Ich war einmal im Monat krank. Ich konnte nichts dagegen machen. Am Anfang dachte ich so, ja, ist gerade ein bisschen Pech oder was auch immer. Kann man nichts machen, Zufall. Aber ich war einfach immer krank. Ich war immer krank und es haben sich doch noch viele andere Sachen ergeben. Ich habe plötzlich irgendwelche Allergien entwickelt, obwohl ich quasi mitten im Wald aufgewachsen bin und allen Sachen ausgesetzt war früher als Kind. Und ich habe irgendwelche Allergien entwickelt, was ja aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Irgendwann, also dadurch, dass ich immer krank war, ich habe mich irgendwann so schwach gefühlt, ich habe mich so schwach gefühlt, dass ich nicht mal mehr 100 Meter geradeaus laufen konnte, also leicht joggen, ohne dass es mir irgendwie schwindelig wurde. Also ich war so erschöpft, ich bin überhaupt nicht mehr aus dem Arsch gekommen. Und das, obwohl ich mein ganzes Leben lang quasi intensiv Sport gemacht habe. Ich habe früher 3 bis 6 Mal die Woche, ja, intensiv trainiert. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Kraftsport gemacht, ich habe ja auch Sportwissenschaft studiert. Ich habe das überhaupt nicht mehr verstanden, was da los war. Dementsprechend, ich habe ja damals noch an die Ärzte geglaubt und die Schulmedizin und das ganze System, was dahinter ist. Bin ich von Arzt zu Arzt gegangen, habe Test für Test gemacht, alle möglichen Sachen. Und ja, es wurde nie irgendwas festgestellt, außer ein paar Allergien. Aber ansonsten alle möglichen Werte, die genommen wurden. Und ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, ich war bei 20 oder 30 Ärzten in allen möglichen verschiedenen Fachrichtungen. Gab es quasi keine Auffälligkeiten. Und dann wurde mir irgendwann gesagt, ja, das ist wahrscheinlich die Psyche, das ist Einbildung. Ich wurde dann quasi als so ein halber Hypochonder hingestellt. Und ja, also ich habe das nicht verstanden. Ich wusste aber irgendwie, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Also ich habe in mir drin gespürt, dass es irgendeine Ursache geben muss. Und dass es, okay, klar, die psychische Komponente spielt immer eine Rolle, ist klar. Aber dass das nicht der Ursprung ist des Ganzen. Beziehungsweise, dass ich mir das Ganze nicht einbilde, dass es mir irgendwie schlecht geht. Ja, und natürlich habe ich dann auch immer die Ratschläge befolgt, habe diverse Tests gemacht, die vielleicht auch ihre Nebenwirkungen haben, wurde in diverse Röhren reingeschoben, habe alle möglichen Medikamente genommen, zum Beispiel gegen die ganzen Allergien, Cortison und solche Geschichten. Das hat mal kurzzeitig geholfen, dass ich dann quasi Luft bekommen konnte, aber auf lange Sicht habe ich mir extrem die Schleimhäute kaputt gemacht. Also das Aknenormin greift ja auch sehr stark die Schleimhäute an und auch viele andere Sachen. Aber durch diese ganzen Sachen, die ich genommen habe, ich habe irgendwann, ungelogen, keine Luft mehr bekommen durch die Nase. Ich konnte nicht mehr richtig atmen, weil das alles so trocken war, die Schleimhäute, und so kaputt und so in Mitleidenschaft gezogen, dass ich nicht mehr atmen konnte. Meine Freunde haben mich teilweise ausgelacht, weil ich so laute Geräusche gemacht habe, wenn ich durch die Nase geatmet habe. Und ja, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und ja, über Ernährung hat damals überhaupt keiner gesprochen. Und ich dachte immer so, ja, ich ernähre mich schon gesund. Ich ernähre mich schon gesund.
alle anderen Studenten sind in die Mensa gegangen oder zum Dönerladen oder wo auch immer und haben, ja, haben sich natürlich noch schlechter ernährt als ich. Aber ich war jetzt auch nicht so der Überhit, ganz im Gegenteil. Ich habe quasi in doppelter Hinsicht Scheiße gefressen. Also einmal durch die ganzen Sachen, die mir widerfahren sind. Das war jetzt erst der Anfang. Und auch, ja, durch, und auch die Sachen, die ich gegessen habe, waren auch scheiße natürlich. Wobei ich dachte, dass es gut ist, beziehungsweise nach, ja, führenden Organisationen in dem Bereich war das auch gut. Ich habe Vollkornweizen gegessen, Vollkornbrot. Ich habe, ja, billig Fleisch gegessen, Hühnchen, Hähnchen, Pute, was auch immer. Habe ein bisschen Obst und Gemüse gegessen. Ich habe immer mein Obst und Gemüse gegessen. Dass es mit Pestiziden verseucht war, wusste ich leider nicht so richtig zu dem Zeitpunkt. Und so weiter. Oder ich habe diese ganzen konventionellen Milchprodukte in mich reingestopft. Jeden Abend Magerquark gegessen. Und mir meine Verdauung komplett kaputt gemacht. Ich hatte so heftige Verstopfungen, dass ich konnte irgendwann nicht mehr richtig auf Toilette gehen. Aber ich wusste überhaupt nicht, ja, womit das zusammenhing. Ich hatte auch jeden Morgen eine Zeit lang heftige Rückenschmerzen, als ich quasi urinieren musste, weil die Nieren extrem überlastet waren. Das ist für mich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellbar. Ja, auf jeden Fall ging es dann immer weiter und irgendwann, ja, als ich so quasi alle möglichen schulmedizinischen Sachen ausprobiert hatte, habe ich dann irgendwie so gemerkt, ey, okay, es muss eine andere Lösung geben. Also eigentlich ist es ja immer die Lösung, aber es gibt ja noch Alternativen. Das ist ja auch schon so eine Manipulation an sich, dass quasi gesagt wird, Alternativmedizin, wenn man jetzt mal zum Heilpraktiker geht oder zu einem Arzt, der mit Naturheilverfahren arbeitet. Auf jeden Fall habe ich da auch verschiedene Dinge ausprobiert. Ich war bei einem Heilpraktiker mit TCM und so weiter, Akupunktur, diese ganzen Sachen. Hat fast nichts geholfen, leider, obwohl ich davon schon einiges halte. War dann bei einer Naturheilärztin, so, da habe ich dann auch angefangen mit Nahrungsergänzung und so weiter. Da haben schon so ein paar Sachen geholfen, aber irgendwie hat es nie wirklich funktioniert. Also ich bin nie so richtig quasi in meine Energie wieder reingekommen. Und ja, also zwei Sachen sind noch sehr prägend für mich. Einmal, ich habe natürlich extrem viel Geld dann auch dafür ausgegeben. Und irgendwann stand ich da, wollte an der Kasse und wollte bezahlen. Also nicht an der Kasse, sondern an der Rezeption oder wie auch immer das heißt. Und ich hatte einfach kein Geld mehr auf der Karte. Ich habe meine Karte reingeschoben und die haben gesagt, das Konto ist leer. Da müssen wir uns jetzt was anderes einfallen lassen. Also ich habe quasi mein komplettes Geld da in meine Gesundheit gesteckt. Ich habe jetzt nicht für irgendwelche anderen Sachen Geld ausgegeben. Und der andere Punkt, also irgendwann wurde mir dann mal gesagt, hey, du hast Amalgamfüllung. Das wusste ich vorher nicht, das habe ich schon als Kind bekommen oder als Jugendlicher. Beziehungsweise was das für eine Wirkung haben kann. Und ja, du sollst sie dir vielleicht mal rausnehmen lassen. Und mir wurde auch gesagt, okay, man muss da ein paar Vorsichtsmaßnahmen beachten. Aber, ja, das waren halt viel zu wenig, was da beachtet wurde. Auf jeden Fall habe ich mir das dann rausnehmen lassen, also die Amalgamfüllung. Und ja, danach habe ich mich irgendwie vollkommen wischiwaschi im Kopf gefühlt. Also ich bin, also als wenn da alles voller Nebel wäre. Also das war vorher eh schon so ein bisschen so, aber jetzt war das noch viel, sagen wir mal, viel, viel stärker. Und es war wirklich eine Zeit lang so, das ist jetzt kein Spaß, dass ich nicht mehr richtig lesen konnte. Also ich konnte zwar, ich habe ein Buch gelesen, weil ich wollte irgendwie immer nachforschen, recherchieren und so weiter. Ich habe geguckt, ich habe zwar die Wörter erkannt und die Buchstaben gelesen, aber ich habe den Sinn nicht verstanden. Also oder ganz, ganz schwer. Ich musste mir die Sätze mehrmals durchlesen, damit ich quasi die Informationen rausbekommen habe. Und es waren jetzt keine irgendwelche hochkomplexen Texte, sondern es waren ganz einfache Texte. Und ja, und noch viele andere Sachen. Ich könnte jetzt noch die ganze Zeit weitererzählen, will ich aber nicht, weil ich will eher zu den anderen Punkten kommen. Was ich noch alles sehe, was ich bei mir gesehen habe, was ich erlebt habe, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber auch was ich in meinem Umfeld erlebe oder wenn ich einfach, ja, andere Leute sehe. Ich
Ich habe gesehen, dass zum Beispiel mich Acnenormin bzw. Isotretinoin extrem verändert hat. Meine Persönlichkeit. Jetzt nicht unbedingt zum Positiven. Ich habe es auch bei meinem kleinen Bruder gesehen, der vorher ein herzensoffener Mensch war, der ja immer aktiv war und connected war mit Leuten und Späße gemacht hat. Als er das dann genommen hat, dass das komplett sein Wesen verändert hat. Okay, können natürlich immer mehrere Faktoren eine Rolle spielen, aber ich weiß es, dass das auch ein großer Faktor war. Es schreiben mir auch Leute ähnliche Erfahrungsberichte, dass das komplett sie verändert hat, ihre Persönlichkeit. Ich meine, da gibt es auch genügend Erfahrungsberichte. Ich habe ja auch schon Videos dazu gemacht. Oder andere Themen. Thema Antibabypille. Ey, die Mädchen, die kleinen Mädchen, 10, 11 Jahre, die kriegen heute schon präventiv die Antibabypille verpasst. Und diese Pille hat einen richtigen Rattenschwanz, beziehungsweise eher einen Dinosaurierschwanz, wenn man das so sagen kann. Was da alles noch hinten dran hängt, das ja, kommt ja jetzt bei den Frauen, die das genommen haben, wo das überhaupt noch nicht die ganzen Nebenwirkungen und so weiter bekannt waren, beziehungsweise offiziell bekannt waren, kommt es jetzt langsam alles raus und das bekommen jetzt schon irgendwelche kleinen Mädchen. Und nur weil die irgendwelche Pickel bekommen, kriegen die gleich eine Antibabypille. Also so einen heftigen Cocktail, der den ganzen Körper quasi durcheinander bringt, irgendwelche Sachen unterdrückt, verschiebt und so weiter. Und ja, am Ende kommt dann halt ein riesengroßer Scheißhaufen raus, wenn ich das mal so sagen darf an dieser Stelle. Und ja, also Mütter können keine Kinder bekommen, Kinder werden krank geboren mit irgendwelchen gesundheitlichen Problemen. Die Kinder, die geboren werden, die werden dann noch, da wird dann noch das Immunsystem gestärkt mit den ganzen Impfungen, damit auch ja nichts passieren kann. Und da muss man sich echt mal fragen, okay, wohin führt jetzt das Ganze? Und natürlich, wenn man das Ganze dann mehr und mehr versteht, was man selber erlebt hat, aber was auch andere erlebt haben, dann hinterfragt man das Ganze natürlich auch, beziehungsweise dann kommt natürlich auch viel Wut und Hass und andere negative Gefühle hoch, weil man es halt nicht besser gewusst hat, beziehungsweise weil man nicht aufgeklärt wurde. Und das ist normal auch, dass es am Anfang da ist. Aber, das hatte ich auch sehr, sehr stark, aber was ich gemerkt habe, dass es einen diese Gefühle ja nicht wirklich weiterbringen. Also man kann es als Antrieb nutzen, man kann es quasi konvertieren, umwandeln in Antrieb. Das ist auf jeden Fall gut. Sonst würde ich auch hier nicht so Gas geben auf YouTube und die ganzen Videos machen und so weiter und den Leuten helfen wollen. Aber am Ende des Tages muss es quasi immer mit einem positiven, irgendwie mit einer positiven Einstellung verbunden sein, das Ganze. Also es bringt nichts, wenn du diesen Hass und diesen Groll in dir drin hast. Sondern, ja, du solltest dich eher auf deine Ziele, auf deine Vision fokussieren. Ja, man muss wieder mehr in das Vertrauen reinkommen, in die Liebe, in die positiven Energien, vor allem in die Liebe zu sich selbst. Das habe ich jetzt in letzter Zeit immer mehr gespürt und konnte so auch viele Prozesse aufarbeiten oder bin gerade noch viel am Aufarbeiten, weil ich es halt vorher nicht anders konnte, dass ich das quasi dann eher weggeschoben habe, weggedrückt habe oder quasi diese ja, negativen Emotionen in mir drin hatte. Natürlich kann das eine oder das andere nicht existieren und es gibt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, das ist klar. Aber am Ende des Tages, was ich jetzt für mich irgendwie so festgestellt habe, ist jetzt natürlich, ich will jetzt hier nicht den Guru raushängen lassen, aber dass so die Liebe oder die Liebe zu dir selbst und die Liebe zu anderen und zum großen Ganzen, worum sich hier so alles dreht, dass das immer die stärkste Kraft ist in dem ganzen Ding hier. Und dass das am Ende sich quasi immer durchsetzen wird. Und ja, dass es deswegen sehr sinnvoll ist, auf diesen Ebenen auch zu arbeiten und das nicht zu vernachlässigen in unserer westlichen, materialistischen, auch kopfgeprägten Welt, sondern dass es auch hier drauf ankommt und dass das mindestens genauso wichtig ist, beziehungsweise die ja, Kombination aus beiden. Und ja, wie gesagt, ich könnte jetzt noch die ganze Zeit weitererzählen. Da sind auch in meiner Familie viele Sachen vorgefallen, wo ich meine Großeltern, die seit Jahrzehnten quasi halbe Apotheken täglich konsumieren in Form von Medikamenten und dann natürlich heftige Nebenwirkungen hatten und dann gefühlte
gefühlt jede Woche irgendeine OP hatten, wo es dann immer schlimmer wurde. So. Und ich habe aber probiert, trotzdem das Ganze ja, sozusagen ruhig zu analysieren. Natürlich war bei mir dann auch viel Wut, Trauer und sowas im Spiel. Aber am Ende des Tages wird man damit nicht so weit kommen, beziehungsweise auch nicht mit sich selber ins Reine kommen, wenn man sich halt nur von diesen Dingen treiben lässt, beziehungsweise darauf fokussiert. Und ja, deswegen, was sind meine Ziele? Ich möchte natürlich die Leute aufklären, damit die nicht die gleichen Sachen machen wie ich, die gleichen Fehler. Ich möchte Aufklärungsarbeit leisten, ich möchte Wissen verteilen, ich möchte ein Bewusstsein schaffen, ich möchte, dass andere von meinen Erfahrungen lernen können und so weiter. Und es bringt natürlich auch nichts, quasi immer nur die schlechten Dinge zu sehen und zu sagen, was alles falsch läuft und so weiter. Weil es gibt immer Lösungen. Und man sollte immer sich denken, dass das Glas eher halb voll ist als halb leer. Das wird im Gesundheitsbereich hier, auch auf YouTube und so weiter, häufig wird immer nur gesagt, ja, davon muss man Angst haben und das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Aber es gibt natürlich auch immer für jedes Problem eine Lösung. Und es gibt sehr, sehr, sehr mächtige Lösungen. Also einiges verrate ich hier ja auch auf YouTube und natürlich auch in meinen Videokursen und natürlich auch in meinen Coachings. Also es gibt auf jeden Fall so heftige Tools, Werkzeuge, um auf diversen Ebenen Heilungsprozesse zu erzielen, was einfach unglaublich ist. Also es gibt so viele Sachen mit so riesigem Potenzial, die dich so transformieren können. Jetzt mal bei Ernährung und so weiter angefangen, Nahrungsergänzungen auf geistiger Ebene arbeiten, Glaubenssätze und so weiter, aber noch viele, viele andere Sachen. Und da wird in Zukunft auch noch einiges kommen hier auf dem Kanal. Wir sind ja gerade am Anfang, sind jetzt knapp anderthalb Jahre, so knapp 3500 Abonnenten. Und ja, das ist quasi erst der Anfang. Also da wird noch sehr, sehr viel kommen. Ja, da wird noch einiges kommen, auch mit meiner tollen Freundin Eva, die ich über alles liebe. Da wird noch, da sind noch einige spannende Projekte in der Pipeline. Also Obacht. Am Ende setzt sich das immer durch, das Positive, das Gute, das Licht. So ist meine Meinung, meine Erfahrung und so weiter. Und ja, wenn dann sich so ein Rotzlöffel an den PC setzt oder an sein Handy setzt und unter ein Video, wo ich mehrere Tage oder Wochen dran gearbeitet habe, wo ich geguckt habe, dass ich die ganzen Quellen raussuche, die ganzen Studien, um das zu belegen, dass das hirngerecht ist, dass das von der Videoqualität passt, von der Audioqualität passt, dass es vom Schnitt passt, wo ich noch mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss, dass am Ende ein gutes Ergebnis dabei rauskommt und was auch noch quasi, was man sich einfach gut angucken kann, ein Video, und trotzdem sehr, sehr viel Mehrwert draus ziehen kann, wenn dann irgendein Rotzlöffel sich an seine Tastatur setzt und dann einfach drunter schreibt, scheiß Video oder der labert eh nur Scheiße und der weiß, hat keine Ahnung, wovon er redet, dann bringt es ihn natürlich erstmal selbst nicht so richtig weiter und ich stehe da sowieso drüber und konzentriere mich dann einfach auf mich selber beziehungsweise auf die Leute, die mir halt positives Feedback geben, die mir unter die Videos schreiben oder auch privat, dass es ihnen so krass geholfen hat oder dass sie jetzt so viel mehr verstanden haben und so weiter. Und so viel dazu. So, dann sind wir aber auch schon langsam, aber sicher am Ende angekommen. Und diesmal halt ein bisschen anderes Video, ohne jetzt krass Struktur und Flipchart und so weiter oder Studien, sondern einfach mal drauf losgeplaudert, was mir so auf dem Herzen liegt. Und wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar da, wenn du gerne mehr solcher Videos sehen würdest. Natürlich auch schreib mir, wie du diese ganzen Sachen siehst. Ich habe jetzt verschiedene Sachen angesprochen, verschiedene komplexe Themen. Ich würde mich freuen, wenn du mal noch deinen Senf dazugibst. Und wenn du häufiger solche Videos sehen willst, dann schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, da wird es noch einiges in diese Richtung kommen, weil ich gerade selbst auch sehr viel am Aufarbeiten bin und viel auch davon nach außen tragen möchte. Gut, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Es hat mich gefreut, dir meine Impulse mitteilen zu dürfen. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich die hundertprozentige Wahrheit sage. Ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es sind nur ein paar Impulse für dich. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin,
dein Sören Schumann. Ciao.